Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder ein Unboxing und zwar habe ich ja letztens auch erst die Limicolaria Aethiops Schnecken unboxed. Und das hier ist wieder eine Limicolaria Art, aber keine Aethiops, sondern das sind die Agatina. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Schneckenart, aber ihr werdet es ja gleich noch sehen und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich an. Alles klar, Hubschrauber steht auch erstmal. Ich warte kurz. So, jetzt kann ich loslegen. Was noch dazu gesagt werden muss, ja, ich packe erstmal aus, dann erzähle ich ein bisschen. So. Und da sind sie auch schon. Wieder sehr gut gepolstert, ganz normal mit Zeitung, ist ein sehr gutes Polstermaterial. So, hier die Eisschachtel. Ich muss auch manchmal improvisieren, wenn ich Tiere verschicke und nicht die, keine Heimchendosen oder so habe. Da habe ich auch schon teilweise sowas genommen, was natürlich absolut kein Problem ist. Ist, solange nichts aufgeht und hier auch sehr schön abgeklebt, ist immer gut, damit es einfach noch ein bisschen sicherer ist so. So, ja, ich glaube, dafür muss ich jetzt kurz die Kamera ausschalten. Okay, Klebeband ist ab. Aufgemacht habe ich es natürlich noch nicht. Das mache ich jetzt mit euch. So. Ah ja, und da sehen wir sie auch schon. Kann man ein bisschen ranzoomen. Sieht man jetzt leider nicht so schön. Ich muss, also wir haben jetzt gerade einen bewölkten Himmel. Ich bin gerade auf der Terrasse. Aber das, was so bräunlich aussieht, ist in Wirklichkeit so schon violett, also eher so lila-mäßig. Richtig schön. Ich muss sie euch dann nochmal unter anderem Licht zeigen. Aber hier sehen wir schon mal zwei. Die sehen wirklich sehr schön und munter aus. Und genau, was ich vorher noch sagen wollte, das hier sind Nachzuchten, also das sind keine Wildfänge. Und das freut mich halt nochmal doppelt so, weil die Aethiops waren ja leider Wildfänge, weil man vielleicht, wenn man sich ein bisschen auskennt, könnte man wissen, dass man Limicolaria-Arten leider echt eher selten kriegt und wenn man sie kriegt, sind sie ja leider meistens Wildfänge und ja, und leider halt auch schon adult. Die sind jetzt noch subadult, also die zwei zumindest, also sehen zumindest so aus. Und jetzt schaue ich noch weiter. Ah ja, da ist auch schon die dritte. Genau, und das hier sind halt coolerweise Nachzuchten schon. Boah, die ist auch richtig schön. Schau ich das mal an. Jetzt hier sieht, bei der sieht man ein bisschen mehr, dass sie wirklich so schön violettbraun ist. Also violettbraun, weiß. Sieht einfach aus wie Amaretto-Eis. Ey, das ist voll passend eigentlich. Mit der Eisschachtel. Genau, die setze ich jetzt gleich mal auch hier drauf. Ganz vorsichtig natürlich. So, jetzt müssen wir noch den Rest suchen. Ich zoome mal wieder raus. Ah ja, da sehe ich auch schon noch zwei weitere. Die sind einfach alle richtig schön. Ich finde es auch cool, dass sie, die hier zum Beispiel hat nur wenige Flecken, ist auch sehr, sehr cool aus, wo die anderen eher so ein bisschen mehr ein Streifenmuster haben. Aber auch richtig schön zu sehen, dass sie auf jeden Fall schon munter sind. Das heißt, sie waren absolut nicht gestresst. Was immer gut ist natürlich. Gut, die ist jetzt ein bisschen eingezogen, aber das sollte echt kein Problem sein. Die waren auch übrigens nur einen Tag unterwegs, also richtig, richtig coole Lieferzeit. So, jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine 5- oder 6er Gruppe war. Ich habe die nämlich zusammengekauft als Gruppe, weil Limicolaria-Arten, wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, das sind wirklich Gruppentiere. Also die haben absolut soziales Verhalten. Genau deswegen wäre es auch Tierquälerei, wenn man jetzt nur ein Tier bestellen würde und das einzeln halten würde. Und genauso mit einer Zweiergruppe ist natürlich besser, aber bei Limicolaria sagt man echt, also mindestens Dreiergruppe eigentlich so. Also es sind auch schon Fälle bekannt, wo Tiere, die halt ihrer Gruppe, wo sie halt schon lange gelebt haben, die der entrissen wurden, da sind halt auch schon Tiere einfach gestorben so. Deswegen. Und hier habe ich gerade noch die letzte gefunden, also war doch eine 6er Gruppe, habe ich mir schon gedacht. Die sind auch schön klein.
So. Oh, die anderen kriechen schon runter vom Deckel. Da werde ich sie jetzt gleich mal umsetzen. So, jetzt habe ich sie gerade umgesetzt. Und ihr seht auch schon, die eine geht sogar schon an die Gänsedistel. Also wirklich sehr, sehr schön, dass sie echt, also sie sind wirklich gar nicht gestresst. Das freut mich wirklich. Und ja, ich finde die Körper auch extrem schön. Also ich kenne ja diesen Aalstrich schon von meinen Lissachartina Zanzibaricas. Aber die haben nicht so einen hellen Körper, die haben eher so einen grauen Körper, also die Zanzibaricas. Und die hier haben wirklich einen sehr, sehr schönen, so, ja, fast pfirsichfarbenen Körper. So eine schöne Art. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich nochmal, wenn ein paar mehr schon was fressen. Und dann gibt es noch ein paar schöne Aufnahmen. Das war das Video für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr könnt ja gerne den Daumen nach oben geben und abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Servus.